Ja, liebe Leute, heute möchten wir euch mal ein Unboxing von Aquamedic machen. Und zwar handelt es sich hier um den neuen Blenny Nano Reef Tank Advanced. Dieses Paket beinhaltet nicht die herkömmlichen LEDs, wie wir sie sonst immer kennen, von den anderen Becken, sondern hier haben wir eine ganz neue LED dabei. 50 Watt LED-Leistung. Und wir sind gespannt, was uns Aquamedic hier so Schönes verpackt hat. Genau. Das Becken, noch kurz kleine Infos dabei. Das Becken ist ein Plug-and-Play-System. Da ist im Grunde genommen alles drin vorhanden. Wir haben einen 80-Liter-Tank, was ich eigentlich von der Größe her sehr schön finde. Wir haben drei Seiten des Beckens aus Weißglas, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und die gesamte Technik im Becken ist im Grunde genommen in einem Technikabteil verbaut. Und wir haben technisch gesehen eigentlich alles an Bord, was wir so brauchen. Ja, schon. Nur etwas aufgestockt durch die Nur neue etwas LED. Hochwertiger durch die neue LED. Wir haben das Paket so auch noch nicht gesehen. Wir packen es einfach mal mit euch zusammen aus und gucken einfach mal, was wir drin haben. So, dann sind wir mal gespannt. Wie immer, jede Menge Pappe. Oh. Eigentlich schon bekannt, die Rückwand. Die Abtrennung zur Technikkammer. So, die gute Bedienungsanleitung. Ich schätze mal, die braucht man nicht. Ich würde mal schwer hoffen, dass das gute Stück kinderleicht aufzubauen ist. So, zum einen haben wir den Aquamedic Blue 500 Abschäumer. Auch eine ganz tolle Sache, weil wenige der Komplettsysteme beinhalten auch sofort einen Abschäumer. So, was haben wir hier? Das scheint die neue LED zu sein. Schauen wir uns gleich mal etwas näher an. 50 Watt auf 80 Liter. Klingt schon gut. Klingt ganz gut. So, das ist wahrscheinlich der Halter für die LED. Steht zumindest so drauf. Reef Holder. Muss ja mal ein Netzteil sein. Gucken wir kurz rein. Netzteil und Pumpe. Immer wieder so eine kleine Dichtung, müssen wir nachher mal gucken, wo die hinkommen könnte. Ich denke unter die Tarnscheibe, unter die Abwickscheibe vielleicht. Das könnte sein, damit ja. Die Vibrationen, genau. Das könnte gut hinkommen. Von unten Wasser durchzieht vielleicht. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir wahrscheinlich noch was Neues. So aus wie ein Filterkörbchen, ne? Mit Filtersäckchen. Ein Filtersäckchen haben wir hier. Mhm. Inklusive Filterkörbchen. Das war praktisch, ne? Habe ich so auch noch nicht gesehen in diesem Paket. Scheint auch neu zu sein. Ja, wir haben etwas mehr Platz hier drin. Noch ein Karton mit Netzteil. Da ist die Pumpe drin. Ah, das ist die Pumpe für den Abschäumer. Ja, und dann gibt es hier auch direkt Aktivkohle mit dabei. Mhm. Fein, fein, fein. 4 mm Aktivkohle. So, dann wollen wir uns ein gutes Stück mal da raus. Heben. Angeln. Können wir mit dem Pappeinleger raus. Ne, das geht nicht. Ich dachte, der wird zu. Boah. Holla, die Waldfee. Der liegt schon was. Hast du? Ja, das hat ja schon mal eine ganz schöne, passable Größe. Ja. Eigentlich recht schön. Als Einsteigersystem. Schon eine gute Hausnummer, würde ich mal so sagen. So, von der Verarbeitung her finde ich sehr schön geklebt. Alles auf Stoß geklebt. Ich weiß, wir haben innen drin kaum ganz kleine Naht nur. Es steht nicht über. Sehr bündig. Glas schön angeschliffen, die Kanten. Poliert sogar. Poliert auch noch. Ja, macht eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding zusammenbauen können. So quasi als Einsteiger müssen wir jetzt mal schauen. Verschieben wir den. Wir lassen die Anleitung einfach mal weg. Verschieben wir das Becken nochmal auf Seite und kümmern uns nochmal um die Lampe.
Ja, genau. Die neue Lampe. Die werden wir uns jetzt auch nochmal ganz genau mal ansehen. Da bin ich ja auch schon drauf gespannt, weil es gab ja immer wieder Beleuchtung stärker machen, noch einen Spot drüber hängen. Ich denke mal, da werden wir jetzt mit 50 Watt satt und genug Licht haben und damit auch schwierigere Korallen wie Akroporen halten zu können. So. Das ist schon mal die Halterung. Eine eigene Anleitung. Schauen. Halter. So, dann werde ich jetzt mal das Herzstück hier auspacken. Dann muss das die LED sein. Scheinbar auch hängen, so wie es aussieht. Ich persönlich würde bei mir natürlich auch immer wieder eine Halterung am Becken bevorzugen, weil ich es ganz schön gerne flach drüber liegen hätte. Aber es gibt ja auch noch wieder viele Leute, die das gerne hängend haben. Und aus dem Grunde ist es natürlich dann auch nicht verkehrt, da direkt eine Halterung beizuwerfen. Ja. Man kann ohne alles aufhängen. Und hier kann man die auch schön hochkacken. Ich denke mal, das wird dafür sein. Ja, das ist dann später fürs Becken, fürs Arbeiten im Becken. Richtig gut. Eine gute Erleichterung. So, das ist die neue LED. Schön flach. Oben Kühlkörper drauf. Ja. Ne? Schön aus, ja. Ist wirklich sehr flach. 50 Watt Leistung haben wir hier. 12, 18 LEDs. Ja, Marc, kümmere du dich doch schon mal darum, das Ding mal da. Dann muss ich aber erstmal die Anleitung üben. Also zumindest einmal reingucken. Gehen wir das zusammenbauen. So, hier haben wir noch ein kleines Kartönchen drin. So, wir haben ja nochmal eine Anleitung, auch das dann mit der Seilaufhängung. Mhm. Ist nochmal eine Separatanleitung dabei. Ja, ist natürlich auch eine schöne Nummer. So kann man es oben noch drüber hängen. Wie gesagt, wer es mag, gute Sache, dass alles dabei ist. So, dann gucke ich da hier nochmal rein. Das ist wahrscheinlich dann das Netzteil zur LED. Sieht gut aus. So, da du ja schon den Namen Spielkind trägst, ja, bei uns im Forum, bist du wieder schwer am Basteln. Und wir werden natürlich auch die Lampe jetzt gleich auch mal einschalten, weil das interessiert uns ja schon, was da an Leistung rauskommt. Aber dafür bauen wir dann auch gleich das Becken erstmal richtig schön zusammen. Ganz leuchtet es mir auch nicht ein, aber die Bohrungen etwas verschieden sind. Leuchtung. Ein Gummi drin. Und ich würde hier angedrückt. Aber das muss da eingehangen werden. Passt, aber muss ein wenig drücken. Das ist aber sehr schön. Guck mal. Okay. Das heißt, das muss dann gleich da dran befestigt werden. So, dann haben wir hier noch kleine Schräubchen liegen. Ja, da kommt die Lampe selber an den Träger mit dran. Okay.
Verpackung, auch sehr schön. Das hier? Ja, so ein kleines Beistelltischchen. Ja. Wir haben hier einen Imbus und wir haben Kreuzschlitzschrauben. Dann wird der Imbus wahrscheinlich für irgendwas anderes sein. Ja, für die großen hin. Da sehe ich da gerade noch den Stempel auf der Lampe drauf, Herstellungsdatum 1/2013. Da habe ich hier noch was ganz Frisches auf der Hand. Das MacGyver-Messer. Ja. Ja gut, wir wussten ja jetzt nur nicht, dass wir da noch ein Schraubenzieher brauchen. Aber wir bauen es auch nicht mal so 100% zusammen. Wir machen es einfach nur, dass es ein bisschen hält. Ja. Dass es uns zumindest hier nicht sofort auseinanderfällt. Müssen wir denn jetzt hier den Turm heute auch was einbauen? Ja, wir bauen es einmal komplett zusammen. Okay. Packt den doch vielleicht gerade schon mal aus. Dann können wir den Leuten schon mal zeigen, wie so ein ganzes System aussieht und dass man das eigentlich relativ leicht und sehr schnell zusammenbauen kann. So, die Lampe scheint ja schon mal fertig zu sein. So, dann haben wir hier noch die Nadelradpumpe. Die Pumpe kommt dann hier auf den Abschäumer drauf. Hier wird das Wasser in den Abschäumer reintransportiert. Das Nadelrad in der Pumpe, da kommt dann noch ein Luftschlauch dran, der uns dann auch schön die Luftbläschen, die Luft zerschlägt, damit der Eiweißabschäumer auch gut arbeiten kann. Dabei ist auch sofort ein Schalldämpfer, weil es ab und an dazu kommen kann bei Abschäumern, dass es halt Ansauggeräusche gibt. Dafür hat Aquamedic auch sofort dran gedacht und hat auch sofort einen Abschäumer dabei gelegt. Finde ich auch nicht schlecht. So, dann hängen wir mal den Abschäumer in die Kammer rein. Wir lassen die Trennwand mal raus, dann könnt ihr da mal zugucken, wie das Ganze so aussieht. Ich glaube, ich habe auch schon erkannt, wo das neue Körbchen reinkommt. Hier sind praktische Schienen. Okay. Ja, das ist natürlich auch eine ganz feine Sache. So kann ich da auch mal einen Absorber mit einlegen. Ohne bisschen stramm für den Anfang, aber machbar. Ja, das sieht da gut aus. Also da rein käme dann im Grunde genommen dann noch dieses herkömmliche Filtersäckchen. Das können wir bereits kurz aufmachen. Wie gesagt, im Set enthalten ist dann auch direkt nochmal Aktivkohle. Die könnte man jetzt hier reinfüllen und dann wird das Säckchen schon hier rein. Da einfach reingelegt. Und das ist was Zuma, ein praktischen, ja, Reißverschlusssystem. Kunststoff, wunderbar. Ne? Ist ja im Grunde genommen eine ganz schöne Sache. So, wie gesagt, wir hatten ja kurz im Anfang schon drüber gesprochen gehabt. Das Schöne an dem Becken ist, was eigentlich eine ganz gute Lösung ist, wir haben einen hinteren Technikabteil. Das Ganze wird später im Grunde genommen so aussehen, dass wir die Rückwand reinsetzen. Hier oben befindet sich der Oberflächenabzug. Hier kommt die Strömungspumpe rein. Das werden wir jetzt auch mal einmal hier kurz demonstrieren. Das Gummi. So, hier ist im Grunde genommen das Gummi dabei. Das wird später die Vibrationen der Pumpe verhindern. Dadurch wird die Pumpe komplett entkoppelt, so dass sie da keine Berührung hat. Setzen wir da einfach das Gummi hier rein. Dann haben wir hier die Nanoprop 5000 Strömungspumpe von Aquamedic.
Die Pumpe ist regelbar. Wir können also später verschiedene Geschwindigkeiten einstellen, je nach Besatz und je nachdem, wie viel Strömung benötigt wird. Die Pumpe ist vorher in die Zwischenwand zu verbauen, weil wir das Ganze nachher im kompletten Stück einsetzen müssen. So schaut das Ganze dann nachher aus, wenn die Pumpe drin sitzt. Die Pumpe ist jetzt schön, merkst auch schon, die Vibrationen werden abgefangen, es gibt keine Geräuschübertragung auf die Platte. Dann haben wir ja hier unser kleines Gummi noch dabei. Das kommt mit Sicherheit, wie unser Spielkind schon richtig erkannt hat, wahrscheinlich hier unten drunter. Das wird später einfach drunter geklebt, wir machen es jetzt mal nicht. Damit das Wasser, damit es dicht ist, ne? Denke ich mal zu allen Seiten. Und somit ist die Kammer relativ dicht und vor allen Dingen, sie ist auch wieder gegen Vibrationen und Übertragungen geschützt. So, das ganze Prinzip wird nachher sein, die Strömungspumpe wird uns das Wasser aus der letzten Kammer herausdrücken, in den vorderen Teil des Beckens. Dadurch steigt bei uns hier vorne natürlich logischerweise der Wasserstand an. Das Wasser wird nachher hier über den Oberflächenabzug wieder zurückgeführt in die erste Kammer, wird von unserem Abschäumer bearbeitet. Dieser gibt das Wasser automatisch hier vorne wieder raus. Das Wasser läuft hier im Prinzip durch unser Körbchen durch in die nächste Kammer, läuft untenrum wieder hoch und kann von der Förderpumpe wieder raustransportiert werden. So sieht dann im Nachhinein der komplette Kreislauf aus. Filterung und Strömung ist in einem Ding über die Pumpe im Grunde genommen sofort optimal gelöst. Finde ich auch ganz okay. So, sollen wir das Becken mal ein bisschen in die Mitte setzen? So. So, dann setzen wir die Abtrennung jetzt mal rein. Körbchen muss ein kleines Stückchen zurück. So, so sieht es dann aus. Technik haben wir komplett versteckt. Finde ich im Grunde genommen sehr schön. Also die Aquamedic-Becken gefallen mir persönlich sehr gut. Nicht nur dir. Technisch gesehen haben wir alles eigentlich an Bord, was wir brauchen. Wir haben jetzt noch die schöne kleine Neuerung hier. Finde ich auch ganz nett. Wir haben einfach mehr Platz hier hinten, ne? Da fand der ganze dieser Kasten. Ja, aber wir haben etwas mehr Platz gewonnen. Designtechnisch gefällt mir das Aquamedic Blending ohnehin sehr, sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein ganz schön schickes Ding. Ja, sollen wir denn mal die LED mal drüber packen? Ich würde sagen, ja. Ne? Hiermit stellen wir das nachher ein. Ein bisschen vorsichtig. Mal ein Stück Blau machen, das muss da irgendwo eingehakt werden. Das hält auch nicht immer. Das schützt okay. Das Ding in der Wand. Ja, am besten setzt du die drüber und ich halte es in der Zeit im Prinzip fest. Dann müsste man das eigentlich optimal draufgepackt bekommen. Ja, man kann es auch da einhängen. So. Also jetzt müssen wir es im Grunde genommen nur reinlegen. Bisschen klar. Im Prinzip nur dagegen gezogen. Genau. Das schützt sich um den Glashorn ab. Also so. Kunststoff, auch richtig groß. Ja, das sieht ja schon mal ganz, ganz passabel aus. Ja. Gut, wir müssen das jetzt noch richtig festziehen. Ja gut, wir haben es ja jetzt nur mal so ein bisschen probehalber zusammengebaut. Wahrscheinlich, es hängt minimal jetzt durch, was aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, weil wir die Schrauben nicht wirklich festgemacht haben, weil hier hinten sehe ich schon, dass es ein bisschen absteht. Aber hier ist im Grunde genommen eine Schiene verbaut, sehe ich gerade. Wenn man das dann natürlich anzieht, zieht es sich da genau in die Ecke rein. Und es ist auch nicht so Metall, das war schon auch mal erwähnt. Ja, von der Verarbeitung her, finde ich die im Grunde genommen sehr schön, muss ich sagen. Sieht sehr ordentlich und sauber aus. Und ist halt eben eine gute Lösung. Im Grunde genommen, jetzt sind wir mal gespannt, wie viel Licht mehr die Lampe macht. So, das Netzteil ist drin.
So, Netz da nochmal drinnen. Der hier leuchtet, sehe ich hier unten. Kontrollleuchte. So, dann haben wir hier irgendwo, kommt er ja rein. Ui. Ja. Das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Ja. Ja. Auch die Kabellänge, muss ich gerade mal sagen, sind relativ großzügig gemessen. Ja, ich habe schon gemerkt, die Kabellängen sind eigentlich sehr schön. Auch der Abschäumer hier, der hat also auch gute 2 Meter Kabellänge mit Sicherheit dran, wenn nicht sogar noch mehr. Bei der LED kommt man auch mit 2 Metern hin. Ja, das sieht eigentlich alles ganz passabel aus. Ja, das ganze System kann im Grunde genommen nachher auch dementsprechend gut gewartet werden. Weil schön klappbar. Jetzt kommt wieder die Sache ins Spiel, ne? Bei so vielen Becken, wo wir halt die LED-Lampen drüber haben, die fest fixiert sind. Mhm. Ich muss im Becken arbeiten, so, ich kann es hier einfach schön hochklappen, kommt später überall wunderbar dran. Ja, im Großen und Ganzen eine gute Sache, das Advanced. Ja. So, jetzt gibt es ja natürlich noch die Option, im Grunde genommen, die Lampe auch noch über die Aufhängung aufzuhängen. Dann bin ich natürlich noch variabel, kann die Lampe noch drehen, kann sie weiter nach vorne, kann sie entweder so positionieren. Ich sehe aber auch gerade, die Lampe würde auch im Grunde genommen andersrum positionierbar sein. Von der Ausleuchtung müsste das einfach nicht hinkommen. Mir fällt hier an der Seite gerade noch so ein Port auf. Hier ist noch ein zusätzlicher Port drin. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Ich vermute mal, ganz schwer, wir können ja mal gerade nachlesen. Ich denke mal, dass man die Lampe darüber noch steuern kann, ja. Schätzungsweise. Das ist nur die Montageanleitung, also wirklich nur die Montageanleitung, die wohl in der Hauptanleitung steht. Da schauen wir doch mal direkt mal schnell mal rein. Und daraus zur LED finden können, weil das wäre natürlich auch noch ganz interessant, wenn die Lampe nicht einfach nur an- und aus wäre, sondern dass man die Lampe vielleicht auch noch schalten könnte. Mit getrennten Farben, ja. Das wäre natürlich auch noch eine gute Sache. Das kann man mit Sicherheit, aber wenn man sich die Verteilung der LEDs mal anguckt, glaube ich schon. Also hier steht, siehe der separaten Anleitung. Es muss also noch eine separate Anleitung zur LED geben. Ja, zum Aufbau. Das ist nur der nackte Aufbau. Mit verschiedenen Schritten. Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Aqua Reef LED. Das sieht doch schon gut aus. Diese Aufhängung wahrscheinlich. Scheinbar. Irgendwas muss da geben. Wenn du dir die Verteilung der LEDs anguckst, gehe ich fast davon aus, dass man die inneren als Mondlicht schalten kann. Guck mal. Ich halte es mal nur so halb, damit es nicht so die Kamera blendet. Ja. Ist hier die Anordnung? Ja. Hier sind außen die blauen. Hier sind aber 4 weiße. Und hier ist eine blaue mit drin. Ja. Genauso wie hier. Ich vermute fast, dass vielleicht hier die beiden abends noch als Mondlicht genutzt werden können. Okay. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht in Verbindung mit der. Gut, da müssten wir uns mal schlau machen. Wie gesagt, ganz neu auf dem Markt. Zu finden ist in der Anleitung hier leider nichts. Aber ich gehe auch mal schwer davon aus, da da noch ein Anschluss ist. Klinkenanschluss. Ein Klinkenanschluss ist, müsste da mit Sicherheit auch irgendwie noch eine Möglichkeit sein. Ja, siehst du, hier haben wir es ja im Grunde schon. Als Zubehör erhältlich gibt es einen Timer, Sunrise Control. Zur Steuerung der einzelnen Lichtkanäle für weiße LEDs und blaue LEDs inklusive Mondlicht. Mhm. Mit und ohne Mondphasen sowie Wolkenflug. Ja, ja, das wäre natürlich auch eine ganz interessante Sache, wenn man das Ding auch mal testen könnte. Ja. Weil das ist ja eigentlich das, was die meisten Leute heutzutage suchen. Viele Leute möchten ja auch gerne immer eine Spielerei haben in ihren Lampen, Wolkenzug. Auch abends und Mondlicht ist auch für springende Fische, springende Mondphasen, Tiere. Mondphasensimulation, ja. Also wenn die Lampe das auch kann, wäre das natürlich auch noch eine sehr gute Option. Ja. Wäre mal eine ganz interessante Geschichte. Da müssen wir uns dann halt mal schlau machen. Weil, wie gesagt, wir haben das Ding heute auch erst zum ersten Mal mal ausgepackt. Wir wollen es einfach mal gucken, wie es aussieht. Weil die Becken natürlich auch in den Foren dementsprechend immer super beworben werden. Weil es ist ja auch im Großen und Ganzen wirklich super schickes System.
Und wir haben eigentlich in dem kompletten Paket alles dabei, was wir brauchen. Ja, da muss das Becken im Grunde genommen nur noch voll gemacht werden mit schicken Korallen. Und dann hat man eigentlich ein ganz schönes, passables Becken da stehen, würde ich mal behaupten, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Also designmäßig gefällt es einem ja sehr gut. Ja. Hat Aquamedic gut hinbekommen. Auch mit seinen 80 Litern bietet es auch immer ein bisschen Möglichkeiten auch, ne? Ja. In der Tierwelt. Ja. Ganz besonders die Fische, wie der Name schon sagt, Lenny zum Beispiel. Ja, das ist natürlich immer optimal, ne, wenn man irgendwie so ein Zwischending halt immer hat, die kleineren Becken, und da ist mit 80 Liter, ist dann auch schon mal eine Größe, wo man dann auch schon mal dementsprechend was an Besatz reinpacken kann. Auch ein paar kleine Nanofische. Alles, was Nano geeignet ist, halt eben. Ja, gutes Ding. Ja. Wir hoffen euch, wir haben euch das gut zeigen können. Und vielleicht demnächst mehr. Alles klar. Bis dahin.